Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar diese italienischen Nüsse. Nein, die nicht, die stehen nur hier, um das festzuhalten, was ihr gleich seht. Heute geht es nämlich um Mediabooks, aber nicht irgendwelche Mediabooks, sondern Mediabooks von 84 Entertainment. Die habe ich nämlich eine Zeit lang gesammelt. Irgendwann habe ich gar nicht mehr durchgeblickt, so viel Neues, was rausgekommen ist, so viele Filme und irgendwann habe ich gemerkt, was machst du da eigentlich? Alles hat nämlich angefangen mit Wolf Creek. Damals Wolf Creek geguckt, richtig guter Film, dann gab es Wolf Creek 2, geguckt, uncut, fand ich so heftig, also aus diesem Horrorfilm ist ein sozusagen Splatterfilm geworden, aber egal wo du Wolf Creek 2 bestellen wolltest, es gab ihn natürlich nicht ungeschnitten. Gut, es gibt Quellen, Österreich, Schweiz, sonst was, diverse Shops, da kriegt man alles ungeschnitten. Jetzt habe ich also da in so einen Shop geguckt und was habe ich da entdeckt? Ein Mediabook von Wolf Creek, nämlich dieses hier. Und das fand ich richtig genial, das hat mich sofort direkt angesprochen. Und natürlich gab es da auch Wolf Creek 2 und zwar hier mit diesem Cover. Und auch das fand ich richtig genial, richtig ansprechen. Die zwei habe ich mir bestellt, einfach, weil ich die zwei Filme noch nicht hatte. Ich wollte also Wolf Creek und Wolf Creek 2... Adi! Ich wollte also Wolf Creek und Wolf Creek 2 haben und habe mir deshalb diese zwei Mediabooks bestellt, ohne zu wissen, was Mediabooks überhaupt sind. Natürlich habe ich die auch geöffnet mittlerweile. Ich wollte die ja auch gucken. Kann man also reingucken. Hat man hier also so ein Büchlein mit verschiedenen Infos. Dann habt ihr hier die Blu-ray drin von dem Film. Das ist alles auf jeden Fall sehr schön gemacht. Auch die Seite hier seht ihr. Wolf Creek, 84 Entertainment. Immer schön hier unten dieses rote Blu-ray-Symbol. Dieses 84 Entertainment-Logo. Wenn ihr die dann genommen habt und habt die ins Regal gestellt, das sah einfach richtig genial aus. Immer hier diese Bildchen auf der Seite und dieses Logo hier unten und dieses Logo da oben. Und so bin ich erstmal auf den Trichter gekommen, dass es Mediabooks gibt. Ja, mein Gott, es gibt Mediabooks. Und 84 Entertainment hat für mich einfach immer die schönsten und besten Cover gemacht. Und deshalb habe ich geguckt, was gibt es denn noch? Dann hat es angefangen, ich habe Filme, die ich richtig genial fand, als Mediabooks gesucht. Und immer wieder bin ich auf 84 Entertainment gestoßen. Irgendwann war es so weit, dass man geguckt hat, wenn 84 Entertainment was Neues veröffentlicht hat. Gefällt mir das Cover, sieht das gut aus. Da ging es gar nicht mehr um den Film, sondern man hat einfach nur noch das Design gefeiert und die Mediabooks mitgenommen. Also es hat angefangen, ich habe einen richtig guten Film gehabt und wollte den dann als Mediabook haben. Und irgendwann war es dann so, hey, 84 Entertainment hat ein neues Mediabook. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, aber ich habe es halt erstmal gekauft wegen dem Mediabook. Mittlerweile sah das dann ungefähr so hier aus. Habe ich ein bisschen gesammelt und ihr seht ja, wenn das alles so nebeneinander steht, das sieht auf jeden Fall richtig cool aus, würde ich mal dazu sagen, ja. Sind ein paar Filme dabei, die eigentlich jeder kennen sollte. Es sind aber auch ein paar Filme dabei, die mir und euch wahrscheinlich gar nichts sagen. Ich möchte jetzt kurz mal meine Sammlung zeigen und ich weiß auch schon, dass ich mich von ein paar davon trennen möchte. Wurde auch schon angeschrieben, weil jemand zum Beispiel die Fliege gesucht hat. Die Fliege habe ich auch so auf DVD, auf Blu-ray, auf sonst was. Würde ich sogar abgeben. Und wer das nicht weiß, ein Mediabook hat normal im Normalfall 30 Euro gekostet, ist meistens limitiert. Und nach der Zeit steigert sich der Wert, die Nachfrage, wenn man Glück hat. Also manche Mediabooks, die man für 30 Euro bekommen hat, kann man jetzt für 300 Euro verkaufen, weil die so einen hohen Sammlerwert haben. Ich will damit aber eigentlich kein Geld verdienen. Wie gesagt, bei mir liegen die meisten eh nur rum, original verpackt, verschweißt, sonst was. Ich würde einfach nur sehen, wenn wirklich jemand was für seine Sammlung braucht, dass ich das gerne abgeben kann, wenn ich den Film trotzdem noch auf DVD oder irgendwas hier rumliegen habe. Jetzt will ich mal hier Stück für Stück mit euch durchgucken, was wir hier alles haben. Wir haben zum Beispiel hier Angel Heart, ne? Angel Heart, weiß ich nicht, kennt man den Film nicht. Es ist jetzt auch blöd gelegt hier mit dem Licht, dass das so heftig spiegelt. Aber wir haben Angel Heart. Ist alles schwarz-weiß gehalten auf dem Cover. Hinten sehen wir das auch nochmal. Das ist limitiert auf 222 Stück. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist. Man könnte es sich natürlich durchlesen. Ist von 84 auf jeden Fall. 2 Disc Limited Collector's Edition.
Ein Psychothriller von Altmeister Alan Parker mit Robert De Niro, Lisa Bonet und Mickey Rourke. Also, Mickey Rourke kennt man, Robert De Niro kennt man auch. Jetzt setz dich da nicht vors Fenster, es wird doch dunkel, ich sehe nichts. Habe ich auf jeden Fall gesammelt, gab es verschiedene Ausführungen. Ich hatte mich für dieses Cover entschieden. So, dann haben wir als nächstes, den kennt aber sicherlich jeder, Lock Up. Sylvester Stallone, Lock Up. Und ich bin ein riesengroßer Arnold Schwarzenegger-Fan und Sylvester Stallone-Fan. Deswegen, als ich gehört habe, Lock Up im Mediabook von 84 Entertainment muss ich haben. Ist wieder auf 222 limitiert. Film sollte man kennen, spielt im Gefängnis. Auch hier wieder ein schlichtes Cover sozusagen. Hat mir aber sehr gut gefallen. Habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Muss ich mal schauen, falls das jemand möchte, braucht oder wie auch immer, ob ich das abgeben kann. Dann haben wir hier Carrie. Carrie, Horrorfilm, kenne ich. Gab es ja auch eine Neuverfilmung von Carrie. Sieht jetzt hier einmal so aus. Limitiert auf 333 Stück. Ist sehr blutig hinten auf dem Cover, wie man sieht. Alles wieder von 84 Entertainment. Gab es auch verschiedene. Ich dachte, so ein bisschen eine rötliche Farbe in die Sammlung reinbringen, ist vielleicht nicht verkehrt. Hab also auch Carrie mitgenommen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wirklich, welche Filme kennt ihr und welche nicht. Also Carrie, Lock Up, müsste man kennen. Wahrscheinlich kennt auch jeder Angel Heart außer mir. Dann Arnold Schwarzenegger, Phantomkommando. Richtig fett limitiert auf 333 Stück. Guckt euch das an, dieses Armee-Cover sozusagen. Arnold-Filme sowieso immer heftig, brutal. Auch der lief im Fernsehen meistens auch nur geschnitten. Und wenn du ihn gekauft hast, musstest du drauf achten. Der hat viele brutale Szenen dabei. Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger. Auf jeden Fall auch richtig trashiger Film, aber auch irgendwie ein legendärer Film. Muss man kennen, muss man gesehen haben. Dann kommt Hazard Jack. Hazard Jack kenne ich auch nicht, ja. Scheint ein Horrorfilm zu sein. Ist aber bestimmt eher Trash als Kult oder sonst was. Hazard Jack, auch original, verschweißt. Sieht jetzt von dem Cover her auch nicht so ansprechend aus. Ist limitiert auf 999 Stück. Den hatte ich mir in erster Linie natürlich gekauft, weil es eben von 84 Entertainment ist, weil der auch recht günstig war oder sonst was ich einfach nur sammeln wollte. Geguckt habe ich den nie, ist original verschweißt. Ich weiß also gar nicht, um was es geht oder was mich da erwartet. Dann Wolf Creek, haben wir ja eben schon gezeigt. Ihr seht, wenn da keine Folie drum ist, sieht man das natürlich besser. Wolf Creek 2 limitiert auf nichts. Hä? Steht einfach gar nichts drauf. Ist wahrscheinlich nicht limitiert. Ist ja auch kein 2-Disc-Edition-Set wie bei den anderen. Ist einfach nur die Uncut Collector's Edition. Also Wolf Creek 2 nochmal, wer das nicht kennt, guckt euch das mal an. Oder Wolf Creek, finde ich auf jeden Fall zwei sehr geniale Filme hier. Das hat mir auch sehr gut gefallen, das Cover von Wolf Creek. Auch hier nicht limitiert, auch nur eine Disc drin. Einfach nur die Blu-ray-Variante. Dann ein Klassiker, so wie es scheint, auch von Robert De Niro, Die durch die Hölle gehen, ne? Auch ein sehr buntes Cover, scheint ein Kriegsfilm zu sein. 333 ist die Limitierungszahl, also auf 333 limitiert. Ich kenne den Film wieder mal nicht. Ich finde es schön, wie das so im Weiß gehalten ist, mit diesem Comic-Look dabei. Also, Die durch die Hölle gehen. Interessanter Film bestimmt, wenn man ihn mal gucken würde. Habt ihr den schon mal gesehen? Schreibt's mal rein. Dann, da ist der Kollege auch dran interessiert, Maniac 2. Ja, Maniac, heftiger Film, habe ich noch nie geguckt. Maniac 2, habe ich auch noch nicht geguckt. Aber dann gab es ja auch die Neuverfilmung mit diesem Elijah Woods, der hier Herr der Ringe gespielt hat. Ich hoffe, dass den Frodo. Ach Anni, jetzt lauf doch nicht immer zu da durch. Also, limitiert auf 555. Hier den Nippel, halten wir mal zu. Geht's um einen Serienkiller, der Frauen immer abschlachtet, enthauptet, wie auch immer. Scheint ein sehr brutaler Film zu sein. Maniac 2, Love to Kill. Ihr seht das auch einfach an dem Cover. Jetzt wollte ich sagen, Grüße gehen raus an Frank Zido.
von Facebook, bis ich erstmal gerafft habe, dass der Killer in dem Film Frank Zito heißt und der jedes Mal den sein Bild als Profilbild genommen hat. Also Maniac 2 auch am Start, genauso wie Leviathan. Leviathan wurde jetzt auch angefragt, ob ich den hätte. Habe ich hier auf 250 Stück limitiert, ist in einem blauen Ton gehalten, ist ein Unterwasserfilm mit Seeungeheuern, glaube ich. Habe ich natürlich auch nie geguckt, Leviathan. Ihr seht, sie schwimmt und schwimmt hoch und unter ihr einfach diese mächtige Kreatur. Kann sein, dass das heftiger Trash ist. Ich glaube, wahrscheinlich sind das die besten Filme, wenn da wirklich noch handgemachte Szenen drin sind mit Monstern und Splatter-Einlagen. Dann ist es das doch das Geilste, was es gibt. Habe ich leider nie geguckt. Muss ich mal schauen. Dann haben wir zwei Filme von der Geschichten aus der Gruft-Reihe. Wer das kennt, ne? Gibt es hier nämlich einmal Bordello of Blood. Hier seht ihr den Cryptkeeper. Limitiert auf 3000. Also das jetzt nicht so selten. Trotzdem sollen das auch irgendwelche Trash-Perlen sein, irgendwelche lustigen Filme. Bordello of Blood, da geht es also um ein Bordell, was von Vampiren betrieben wird oder irgendwas. Und der ist auf jeden Fall Kult. Der Cryptkeeper, gab es auch die Zeichentrickserien davon. Es gab die richtigen Serien, die ganze Serie mit den richtigen Horror-Kurzgeschichten habe ich auch als Box. Fand ich auch sehr cool auf jeden Fall. Dann haben wir hier auch von Geschichten aus der Gruft, Ritter der Dämonen, haben wir uns auch mal gegönnt, auch eben von 84 Entertainment, wie ihr hier wieder seht, auch limitiert auf 3000, guckt euch diese genialen Bilder hinten drauf an, leider schaffe ich es bei der Kamera nicht so hochauflösend alles zu zeigen, weil wenn je näher ich rangehe, desto unscharfer wird alles. Dann, damit hat es jetzt angefangen, wegen dem Verkauf, die Fliege, er wollte die Fliege haben, hat ein bestimmtes Cover gesucht. Ich habe das hier. Er wollte das mit der Fliege vorne drauf, das hässliche Grüne. Ich fand das aber so schön und angenehm, wie die sich küssen und die Fliege dabei ist, so richtig romantisch, ab 18 in die Ecke geklatscht, limitiert auf 500 Stück in so einem blauen, gemütlichen, chilligen Look gehalten. Fand ich auf jeden Fall sehr cool für die Sammlung, wenn es so in der Ecke steht. Die Fliege sollte auch jeder kennen, den Film. Einfach nur richtig genial. Dann haben wir, und halt dies Anfall, dann haben wir The Strangers. Und da muss ich sagen, den habe ich letztens aufgemacht. Und ich bereue es, den aufgemacht zu haben. Ich habe nämlich gesehen, auf Netflix kam The Strangers 2. Den habe ich geguckt. Und ich fand den so cool als Horrorfilm, spannend und interessante Charaktere, dass ich gedacht habe, wow, also wenn The Strangers auch so genial ist, dann musst du den ja mal aufmachen und reinziehen, ja? Der ist zwischendurch manchmal für 200 Euro oder so weggegangen und ich, Idiot, habe den jetzt aufgemacht, um den zu gucken und muss sagen, mir gefällt der zweite Teil trotzdem deutlich besser als der erste, weil im ersten einfach wenig passiert. Das ist der Unterschied. Strangers ist ein richtiger Horrorfilm, sagen welche. Das andere ist eher so ein, also nicht Splatter, aber eher so ein Slasher-Film, ja. Wie eben bei Wolf Creek. Der erste ist eher spannend. Und der zweite hat eher was zu bieten und zu zeigen. Da geht's gleich richtig los. Auch hier habe ich mich für eine smarte Variante entschieden, wo das Cover sehr schlicht ist. Die Frau da rumkriecht, alles orange. Hier habt ihr auch The Strangers, limitiert auf 222 Stück. Da ist der Kartoffelsackmann mit dem Kartoffelsack auf dem Kopf. Ist der nicht genial? Wenn ihr das kennt, schreibt's mal rein. Weiter geht's mit The Boogeyman, ein Film von Uli Lommel. 3-Disc-Limited-Edition, der Schrecken deiner Kindheit ist zurück. Den habe ich auch noch nie geguckt, scheint auch ein älterer Film zu sein. Geht es wohl auch um einen Killer, Serienkiller, der die Leute in Angst und Schrecken versetzt. The Boogeyman, es gab auch Horrorfilme von The Boogeyman mit einem Monster, aber das geht um einen... Oh, das ist bedeckt, das ist okay. 333 limitiert hier. Tote Frauen, lebendige Frauen, große Frauen, kleine Frauen. Ja, der Schrecken deiner Kindheit ist zurück, genau. 333 limitiert, scheint wohl auch ein heftiger Film zu sein. Habe ich aber selber natürlich noch nie geguckt. Jetzt muss ich mal kurz hier schauen.
und dann wieder weglegen, denn weiter geht's mit einem richtigen Klassiker. Stephen Kings Friedhof der Kuscheltiere. Auch von 84 Entertainment, nur, dass die hier nicht 84 Entertainment draufschreiben konnten, weil Paramount darum gestresst hat. Und deswegen mussten die das Paramount-Logo hier drauf machen. Friedhof der Kuscheltiere. Erster Teil fand ich richtig genial, damals. Zweiter Teil fand ich noch genialer. Neuverfilmung fand ich nicht so gut. Jetzt, wo ich letztens den ersten Teil nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, ich hatte den irgendwie besser in Erinnerung. Ich glaube, ich fand wirklich den zweiten Teil am allerbesten. Aber hier auch abgerissen, hier der Friedhof, hier der Vater, ne? Hier, wenn ihr es rumdreht, seht ihr doch mal den Adi. Also die Katze mit dem bösen Blick, mit den bösen... Ah, ich muss es immer hier drüben zeigen oder so. Richtig brutal, auf jeden Fall auch ein Film, der unter die Haut geht, wenn man das so nennen möchte. Dann haben wir The Crazies. Fand ich auch das Cover an sich sehr cool. Mit dieser Mistgabel, wo die alle durchdrehen in dem Dorf. Limitiert auf 444 Stück. Hier die Männer mit ihren Schutzanzügen. Corona, wisst ihr Bescheid. Wie die sich alle gegenseitig umbringen und abstechen. Wie so eine Zombie-Apokalypse, aber irgendwie ein Virus, der die Leute verrückt macht, weil die ja trotzdem irgendwie menschlich sind, aber eben sich alle umbringen. Wie bei Resident Evil. Ich glaube, die haben das abgekupfert. The Crazies. Auch von 84 Entertainment natürlich. Dann geht's weiter mit P2 Schreie im Parkhaus. Den ist einer der wenigen Filme, die ich ausgepackt habe und mir angeguckt habe. Vielleicht ist er dadurch jetzt nichts mehr wert, aber wäre auch nicht schlimm, denn der ist limitiert auf 333 Stück. P2 Schreie im Parkhaus war meiner Meinung nach so ein spannender, genialer Psycho-Thriller-Film, den würde ich sogar gerne einfach nur behalten und nochmal gucken und nochmal gucken. Fand ich richtig cool, dieser Security-Boy, der die Frau da einsperrt und dann fesselt und dann sonst was und ja an die Wäsche will und sie sich befreien muss und bekämpft den und das ist eigentlich wirklich nur ein Katz-und-Maus-Spiel. Für richtige, extreme Splatter-Fans nix, aber wer ein bisschen auf Spannung steht und eine Story und irgendwas, gönnt euch P2 Schreie im Parkhaus. Auch der Dude hier auf dem Stuhl, der da in der Ecke hängt mit dem zerschmetterten Kopf. Ist eine Schlüsselszene im Film, ne? Halt ohne Schlüssel. Der Adi versucht dort schon wieder sein Fressen, seine Tütchen aufzureißen. Dann haben wir Mother's Day, also Muttertag. Auch von 84 Entertainment. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht geguckt, ne? Ist irgendwie Muttertag, die Söhne drehen durch, wollen der Mutter ein Geschenk machen, tun hier die Leute fesseln oder irgendwas, malträtieren voll dann. Mother's Day limitiert auf 444 Stück. Guck mal, ich habe eine Waffe, sagt er sich. Und unten so, ja, guck mal, nee, der hat gar keine Waffe. Guck mal, ich habe deine Haare, hat er gesagt. Ich habe gedacht, er hat ein Gewehr in der Hand. Dabei hält er einfach nur den seine Haare fest und die anderen, guck, wir sind gefesselt. Also, interessanter Film. Ihr seht ja auch hier, der hat eine Waffe. Und der hier, der hat eine Waffe. Und der hier, der tropft einfach das Blut runter. Mann, Mann, Mann. Wenn das die Mutter sieht, ich sag's dir. Dann geht's weiter mit Mann beißt Hund von 84 Entertainment. Das ist jetzt aber wirklich ein Schwarzfilm oder was, ne? Limitiert auf 333 Stück. Dann habt ihr hier, ihr seht, da sind schwarz-weiße Bilder die ganze Zeit drin. Da ist hier so ein Dude, der hat hier eine fette Knarre. Dieser Titel schon alleine, Mann beißt Hund. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Berufskiller Ben ist weder wählerisch noch zimperlich. Okay, also ein Reporter-Team verfolgt ihn, keine Ahnung. Das ist wie eine Dokumentation über einen Berufskiller, den die begleiten und so. Klingt eigentlich sogar recht lustig. Scheint aber auch irgendwo brutal zu sein. Ist ja trotzdem ab 18. 84 Entertainment. Habe ich auch nie geguckt. Wäre mal Zeit gewesen. Dann geht es weiter. Auch mit einem Klassiker. Arnold Schwarzenegger. Der City High. Limitiert auf 666 Stück. Wollte ich auch diese Fassung haben. Ihr seht hier, Mann, ich habe mir die Haare nach hinten geglitscht, seht mich an. Oder, ja, ich bück mich schon mal hin, dann kann ich besser töten. Dann, jetzt ist aber alles kaputt und ich halte die Waffe fest, aber seht ihr das Blut an meiner Hand? Also, der City High
gibt ja auch die City Cobra mit Sylvester Stallone, aber der City High war natürlich mit Arnold Schwarzenegger. Auch mächtiges Cover. Arnold Schwarzenegger-Filme sind einfach ein Muss bei mir. Dann haben wir hier, oh, jetzt kommt es drauf an. Jetzt haben wir hier Mimik. Mimik 2 mit irgendeinem so komischen mutierten Killerinsekt, was rumrennen und Leute umbringen. Hier auch ein schönes Cover mit diesem Tunnel eben. Ihr seht, man kennt, es spiegelt alles und glänzt. Ist limitiert auf 222 Stück. Oh Mann, der Adi macht schon wieder Faxen. Ich glaube, der hat die Tüte jetzt wirklich und macht alles kaputt. Hier, ich habe einen Knüppel, damit haue ich jetzt mal das Insekt tot. Und ansonsten müsstet ihr den Film eigentlich kennen. Mimik, auf jeden Fall ein Horrorfilm mit einem riesen Killerinsekt, was durch die Gegend rennt und Leute umbringt. Dann haben wir, das muss ich aber mal in der anderen Reihenfolge zeigen. Nein! Wir haben dann The Hills Have Eyes 1 und 2. Das dürften auch Filme sein, die theoretisch jeder kennen müsste. Wir haben hier The Hills Have Eyes, ja? Hügel der blutigen Augen. Ihr kennt das, diese ganzen Inzucht-Menschen, die da rumrennen und einfach nur Leute umbringen. Das ist limitiert auf 999 Stück. Hier sieht aus wie Michael Myers, ich stehe da. Hier die blutet irgendwie, da hält einer den Mund zu, da ist noch mehr Blut. The Hills Have Eyes auf jeden Fall von 84 Entertainment. Hügel der blutigen Augen. Und ihr seht, die Frau hat richtig Angst, weil der hat sich die Hände nicht gewaschen. Ihr wisst, das ist auf jeden Fall schlimm in der heutigen Zeit. Und wenn wir The Hills Have Eyes 1 haben, brauchen wir natürlich auch The Hills Have Eyes 2. Jetzt muss ich das aber mal hier rüber so, dass es nicht runterfällt alles. The Hills Have Eyes 2. Und hey, nein, ich will noch nicht ins Bett, bitte. Du gehst jetzt ins Bett, es ist schon 18 Uhr, gleich kommen die Simpsons, das darfst du nicht gucken. Auch wieder limitiert auf 999 Stück. Die Glücklichen sterben schnell. Na, das ist doch schön. Wird hier weggezogen. Habe ich mich für dieses Cover auch entschieden gehabt. Muss ich mal schauen. Hier sieht man auch nochmal, das ist so ein Running Gag. Guck mal, ich habe meine Hände nicht gewaschen. Ih, du Fergel. Einfach mal da dran gefasst. So muss man das machen. The Hills Have Eyes 2, auch ein Film, der eigentlich jedem Horrorfan bekannt sein müsste. Genauso wie The Howling, das Tier, ist ein Werwolffilm. Habe ich damals geguckt, hatte Albträume, ist 1000 Jahre her, müsste man eigentlich nochmal gucken, aber ich traue mich den nicht aufzumachen. The Howling, das Tier, ihr seht wieder, das Buch durchgerissen ist, die Krallen durchkommen, dieser schreiende Mund, das sieht auf jeden Fall fetzig aus. Limitiert auf 666 Stück, ihr seht hier auch nochmal diesen bösen Werwolf. Kopf und hier die Frau, die sagt, ich bin unschuldig. Nee, das war der Mann, die Frau ist daneben. Auf jeden Fall alle tot, fertig, Happy End. Dann, was auch ein Klassiker ist, Mein Nachbar, der Vampir, Fright Night 2, der Horror wohnt gleich nebenan. Kennt ihr noch Fright Night? Mein Nachbar, der Vampir. Auch damals als kleines Kind geguckt, Schreck wegbekommen. Richtig coole Sache, aber limitiert auf 2000 Stück. Hier, ja, ich bin so ein Pfarrer und so. Und ich bin hässlich. Und dann, er hat so Angst und dann, Alter, guckt euch das doch mal. Was ist das denn? Das sieht ja heftig aus. Es sind auf jeden Fall, geht's um Vampire. Obwohl Vampirfilme eigentlich richtig dumm sind, muss ich sagen, habe ich den richtig gut in Erinnerung, weil es war einfach ein richtig alter, trashiger Glanzfilm, ja. Neuere Vampirfilme, das ist alles so, ja, das sind eher Love Stories, aber Mein Nachbar der Vampir, Fright Night 2, war auf jeden Fall noch eine richtige Dröhnung. Dann haben wir hier, halt dich fest, 84 Entertainment, Hänsel und Gretel, ne? Hänsel und Gretel, ein Märchen wird zur blutigen Wahrheit. Zwei Disc Limited Uncut. Ihr seht, da ist der Ofen, da gucken die Hände raus.
nicht an den heißen Ofen fassen, hat die denn nicht zugehört? Limitiert auf 500 Stück. Und wir sehen ja auch Bilder, die richtig heftig sind. Er ist schon satt, er mag kein Blatt, er hängt am Tisch. Er hat einfach mal noch Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Sie lässt sich das Ganze nochmal durch die Seele ziehen. Nach. Vielleicht sollte ich aufhören, blöd rumzulabern und einfach sagen, gut, das ist also eine Frau, das sind die Jungs und die machen hier einen auf Hänsel und Gretel. Ist auch irgendwie ein Horrorfilm, ein Irgendwas-Film. Aber, nächster Klassiker, Basic Instinct. Und guck dir wieder mal das schöne Cover an. Nicht das, wo die da sitzt und die Öse raushängt, sondern das Cover, wo sie da so guckt. Bitte halt mich fest, mir ist so kalt. Und er, Alter, hör auf mich zu kratzen, das gibt Flecken. Das sieht meine Alte. Limitiert auf 500 Stück auf jeden Fall. Und, was sehen wir hier? Ich habe eine Pistole, also küss mich. Okay, dann küsse ich dich halt. Küss mich doch gleich nochmal. Und jetzt habe ich keinen Schlüpfer mehr an. Also die bekanntesten Szenen aus dem Film Basic Instinct, auch von 84 Entertainment. Ein brutaler Mord, ein genialer Killer, ein Cop, der keiner Gefahr widerstehen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film noch nie geguckt. Schande über mein Haupt. Ist auf jeden Fall ein Klassiker, den dürfte auch einfach jeder kennen. Außer mir. Dann geht's weiter mit, ach du meine Fräse, Copland mit Sylvester Stallone. Aber da haben sich viele drüber lustig gemacht, über genau das Cover. Was ist los mit ihm? Das sieht aus, als hätte er sich gerade in die Hose geschissen, wie er da steht mit dem Gewehr und einfach nur, oh, verdammt, das war zu viel. Limitiert auf 666 Stück. Da sieht man hier, da hat er sich noch nicht in die Hose geschissen, da konnte er das Gewehr noch halten und gut aussehen dabei. Sogar Robert De Niro spielt damit, das wusste ich gar nicht. Harvey Keitel, Sylvester Stallone, Robert De Niro und Ray Liotta. Ray Liotta kennt man ja auch. Auf jeden Fall Copland, Sylvester Stallone Film, 84 Entertainment. Ich habe Durchfall, gebt euch den. Habe ich, glaube ich, aber auch noch 20 Mal da als normalen Film. Wäre also jetzt nicht so. Dann, was auch jeder kennen muss, und die musste ich auch unbedingt haben, und vor allem in der weißen Version, ein Film von Danny Boyle, 28 Days Later. Ihr seht, ja, stehst du frühs auf, willst kurz Zigaretten holen, hast noch dein Krankenhauskittel an und dann ist keiner mehr da, ja, das ist doch irgendwie, ne? Und, wir können es mal rumdrehen, limitiert auch auf 666 Stück, sieht auch schön aus, schön die Sonne geht unter. Hier, du bist nackt, ich bin nackt, ich schrei rum. 28 Days Later dürfte auch jedem eigentlich ein Begriff sein. Geht's ja auch hier um ein Virus, deine Tage sind gezählt. Und, was nicht fehlen darf, 28 Weeks Later. Nach dem Motto, hä? Jetzt haben wir keine Zigaretten gefunden, aber plötzlich drehen alle durch und wollen uns an die Wäsche. Komm, wir hauen ab, wo ist dein Vater schon wieder? Ja, der Vater, ne? Ich weiß gar nicht, ob die zusammengehören. Der Vater sucht immer noch den Zigarettenautomat, während die Mutter mit dem Kind einfach abhaut. Die lassen den da einfach zurück bei den vielen Menschen. Sieht natürlich auch wieder cool aus, wenn man das jetzt so nebeneinander ins Regal stellt, mit dem Logo dabei, mit den Leuten da, mit dem Ende. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ich glaube, die behalte ich alle. 28 Weeks Later, auch wieder 666. Und hier sieht man nochmal, ich muss mal wieder zum Friseur, mir hängen die Haare immer zu hier ins Gesicht. Komm, wir laufen alle die Treppe runter, passt auf, dass er nicht hinfällt. Also da ist auf jeden Fall ordentlich was geboten. Genau wie Red Heat, wieder Arnold Schwarzenegger. Wieder 84 Entertainment, Red Heat, der Russenfilm, wer kennt ihn nicht. Limitiert auf 333. Und guck mal, sieht euer Busfahrer auch so aus? Ja, Schule! Er freut sich halt einfach, wenn er frühs losfahren kann und die Kinder zur Schule bringen. Der andere denkt sich nur, Digga, das ist nicht die Schule. Aber kein Problem. Ist auf jeden Fall ein stabiler Film. So stabil wie die Frisur von Arnie hier auf dem Bild. Ist halt auch so ein
Comic-Look bei dem Cover dabei. Arnold Schwarzenegger-Filme, wie gesagt, einfach richtig geniale Sachen. Den nehme ich mir bis zum Schluss auf. Dann haben wir hier noch Split Second, ja. Er hat mir meine Mutter damals immer gezeigt, lief im Fernsehen, mit diesem komischen, perversen Alien im Untergrund. Oder man könnte denken, das ist Venom. Hä? Es gab damals schon Venom, wo es noch kein Venom gab. Auch limitiert auf 999 Stück. Ist ein bisschen blutig. So, ich versuche mal, dich zuzutackern oder zu nähen. Vielleicht schaffst du es ja noch. Mhm, okay, da ist schon wieder eine Leiche. Müssen wir wieder den Finger draufhalten. Auf jeden Fall mit Rutger Hauer, Kim Cattrall, he's seen the future, now he has to kill it, okay. Zusätzlich enthalten japanische Langfassung und ein weiterer Bonus auf einer dritten Disc. Ist auf jeden Fall auch ein richtig dreckiger Film, von dem ich damals auch immer Angst bekommen habe, weil der einfach so, ja, so widerlich und die Leichen und wie die zerfetzt und viel Blut, viel Splatter, viel alles dabei. Dann auch ein Film, der dürfte auch richtig bekannt sein. The Faculty, ja. An der Schule, an der Fakultät, das heißt ja so, an der Fakultät mit den Lehrern. Und plötzlich kommen den Lehrern hier lauter Würmer aus dem Gesicht. Limitiert auf 500 Stück. Lass den Kopf nicht hängen, genau. Wenn du denkst, es geht nicht mehr. Ist hier mit, wie heißt der Typ? Josh Hartnett, Elijah Wood, Selma Hayek, Robert Patrick, Clea Duval, Piper Laurie, Femke Janssen, Asha Raymond, weil mir der Typ hier, das war doch der Coach von dem Football-Team irgendwas, das war doch aber auch gleichzeitig der Flüssigmetall-Terminator, oder? Bei Terminator 2. Und ich habe immer gedacht, ich kenne nur einen Film mit dem, jetzt kenne ich zwei. Auf jeden Fall aber auch The Faculty hier als Film, ist sogar ab 16, ist ja nicht schlimm, geht ja nur um Würmer. Ihr habt auch vielleicht manchmal Würmer und merkt's nicht. Ist auch dabei, in diesem Cover, weil ich total bekloppt bin, packt mal den nach oben drauf. Nein, wir sind nicht bei Rambazamba, denn hier haben wir noch Alien vs. Predator. War halt 84 Entertainment, deswegen hat man den mitgenommen. Muss ich sagen, im Allgemeinen hat mir der Film aber nicht so gut gefallen, wie jetzt die ersten Alien-Filme oder wie die anderen Predator-Filme. Dieses Zusammenspiel von beiden sollte groß werden. Hat mich aber irgendwo ein bisschen enttäuscht. Wir haben trotzdem hier wieder dieses schöne blaue und helle Cover. Blau-weiß gehalten, einfach so schön modisch. 999, ihr seht hier nochmal das Alien und ihr seht den Predator. Ihr seht kleine Bildchen. Ihr seht hier an der Seite und zwei Stück haben wir immer noch übrig. Das ist nämlich hier der Klassiker, das Schweigen der Lämmer. Das unspektakulärste Cover der Welt, weil das einfach auf jeder Blu-ray, auf jeder DVD und bei Mediabook einfach das Cover ist. Ne? Limitiert auf 999 Stück. Ihr wisst ja, Mundschutz ist wichtig in der heutigen Zeit. Das bringt aber nicht viel, der ist nämlich hier auf. Und ich glaube, den habe ich auch noch nie geguckt, wenn ich ehrlich bin. Trotzdem, das Schweigen der Lämmer. Och Mann, wieso muss der denn hier, Adi? Das Schweigen der Lämmer. Nochmal also hier. Ich muss wieder weiter vor. Das Schweigen der Lämmer. Zack, limitiert. 999. Hannibal Lecter. Und ein Abschlussfilm haben wir immer noch übrig. Und den fand ich auch besonders toll. Und auch besonders dieses Cover. Und wir kommen nochmal zu Stephen King, nämlich Stephen Kings Misery. Das Cover fand ich so schön, weil hier halt einfach wirklich diese verschneite Winterlandschaft, diese Berge, und hier steht einfach diese kleine Hütte, diese kleine süße Hütte ganz alleine. Und in dieser kleinen süßen Hütte ist der Schriftsteller gefangen und die alte verdörrte Kuh ist sein größter Fan und will alles daran setzen, dass der auch nie wieder aus dieser Hütte rauskommt. Zertrümmert ihm die Fußgelenke, setzt ihn unter Drogen, belügt ihn die ganze Zeit, sagt, ja, geht nicht und Sturm und ich habe keinen erreicht. Ist aber der größte Fan, will, dass er die Geschichte zu Ende schreibt. Es wird auch wieder ein Kampf auf Leben und Tod. Fand ich auch schön. 84 Entertainment, Stephen Kings
Misery, die kleine Hütte am Waldrand. Richtig cooler Film, richtig schönes Mediabook, wie ich finde. Das waren theoretisch jetzt eigentlich alle. Ich versuche die nochmal hier ein Stück gerade zu rücken. Wow, jetzt fällt gleich alles um. Und jetzt zeige ich euch das nochmal hier von der Seite aus, wenn ich das von vorne betrachte. So sieht der Stapel also aus, wenn er fertig ist. Zack, einmal runter, um sich das alles anzugucken. Dieser ganze Haufen. Da liegt das Kraftmagazin. Und hier hat Pupsi letztens einen neuen Raclette-Grill gekauft von der Firma Corona. Und sie ist seitdem sehr unzufrieden damit. Also kauft euch kein Corona, lasst es sein, nehmt was anderes. Da nochmal der Stapel. Da nochmal der Adi. Adi, was hast du gemacht die ganze Zeit? Du hast doch die ganze Zeit geraschelt. Du hast bestimmt hier irgendwas rumgezerrt. Vielleicht waren es auch nur die Taschentücher. Ja gut, ich weiß es nicht. Sieht eigentlich noch normal aus. Vielleicht hat er nichts. Ich glaube, ich gebe dem jetzt einfach nochmal was zu fressen. Der frisst immer zu. Und das übrigens trotzdem italienische Erdnüsse. Das war jetzt das Video. Das war meine Mediabook-Sammlung von 84 Entertainment. Schreibt ihr mal in die Kommentare. Sammelt ihr auch Mediabooks? Wie viele habt ihr ungefähr? Von welchen Firmen? Habt ihr was von 84 Entertainment oder von Nameless oder sonst was? Ich weiß gar nicht, was es alles gibt, weil ich mich einfach nur auf 84 spezialisiert habe. Und kennt ihr auch die meisten der Filme? Welchen Film findet ihr da besonders cool oder welchen Film kennt ihr überhaupt gar nicht? Oder wie findet ihr die Sammlung? Habt ihr auch eine? Schreibt alles drunter. Mal gucken. Ist ja gut. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.